Ja, Fußball kann manchmal ziemlich wehtun und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge Werder TV Insight. Nach dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt und vor dem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC. Apropos wehtun. Trying to keep the chance alive with a nifty piece of skill and he caught Toprak quite nastily there, quite late. And he's actually going to be shown a red card. It was late. It was studs up. Glück im Unglück für Ömer Toprak, der nach dem Foul von Philipp Kostic nochmal glimpflich davonkam. Moin Werder-Fans, danke für eure Genesungswünsche und den vielen Nachrichten. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich hatte nochmal Glück. Ich hoffe, dass ich bald wieder mit der Mannschaft dabei bin. Und ja, jetzt fliegen wir am Samstag nach Berlin und drücken gemeinsam die Daumen, dass wir die 3 Punkte mitnehmen. Liebe Grüße, euer Ömer. Ja, Ömer Toprak kann am Samstag nicht spielen, unterstützt die Mannschaft aber vor Ort. Und Philipp Kostic, der hat sich nach dem Spiel direkt entschuldigt und auch bei Instagram. So geht Fair Play. Ja, und eine schlechte Nachricht habe ich noch für euch. Das ist dann aber wirklich die letzte. Jerzy Pawlenka hat sich in Frankfurt einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt damit in Berlin aus. Ja, und damit geht auch eine lange Serie zu Ende. Ja, aber es wird das erste Mal sein, dass er nicht von Anfang an spielen kann. Richtig, nach 104 Spielen in Serie, Jerzy Pawlenka nicht mit dabei. Doch wie ersetzt man eigentlich eine Krake? Idee, Flo? Natürlich, er ist unsere klare Nummer 1 und er ist natürlich wird er fehlen, aber ich habe großes Vertrauen zu Kapi und bin mir sehr sicher, dass er auch darauf brennt, zu zeigen, was er kann. Und er kann eine Menge, das ist auf jeden Fall Fakt. Und er hat die letzten Wochen und Monate immer wieder auch in der Mannschaft, ist ja eine sehr wichtige Stimme, die auch gehört wird, sehr anerkannt ist. Und trotzdem hatte ich immer so ein bisschen so dazwischen das Gefühl, er wollte auch, natürlich hat die Rolle total akzeptiert, war und ist sehr loyal Pavlas gegenüber, aber ich glaube, er freut sich jetzt auch darauf, dass er auf dem Platz seinen Beitrag leisten kann und da mache ich mir wirklich überhaupt keine Gedanken drüber. Puh, da bin ich ja beruhigt. Jerzy drückt auf jeden Fall auch die Daumen für Samstag und wisst ihr was? Nach dem ganzen Negativlauf sind wir jetzt mal wieder dran mit Gewinnen. Der ganze Mist, der passiert ist, einfach beiseite schieben, positiv denken, denn negative Gedanken bringen sowieso niemandem was. Fakt ist, wir sollten jetzt mal anfangen zu gewinnen. Genau, Flo. Samstag, 15.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin fangen wir damit an. Ja, es geht nur gemeinsam, alle zusammen. Und da seid ihr gefragt. Schreibt doch mal unter dieses Video in die Kommentare eure Supportnachricht für die Mannschaft. Ja, und was erwartet uns jetzt eigentlich gegen Hertha? Na, es wird mit Sicherheit ein Spiel werden, wo wir auch den Ball haben werden in einigen Situationen. Ich glaube, dass Hertha schon sehr viel Wert legen wird auf Konterspiel, auf individuelle Qualität in den vorderen Reihen. Und dass wir da sehr, sehr aufmerksam sein müssen mit dem Ball, immer wieder die Konterabsicherung im Blick haben müssen, geduldig sein müssen und trotzdem immer wieder mutig die Tiefe anzuspielen. Ich glaube, das sind Dinge, die für uns sehr wichtig sein werden. Ja, und Mut wird am Ende belohnt, habe ich mir zumindest sagen lassen. Die Mannschaft bereitet sich in Frankfurt auf das Spiel gegen die Hertha vor, fährt von da aus direkt nach Berlin und wir haben euch jetzt ein paar Impressionen vom Trainingsgelände der Eintracht mitgebracht. Ja, und auch auf euren überragenden Support können wir uns in Berlin wieder verlassen. 6.500 Werderanerinnen und Werderaner sind in Berlin mit am Start im Olympiastadion, um die Arena in Grün-Weiß zu hüllen. Ja, und wenn ihr auch noch mit in Berlin dabei sein wollt, ab 13.30 Uhr hat die Gästekasse geöffnet. Es gibt also noch Tickets. Und für die, die sowieso schon in Berlin sind, hat Davy Selke jetzt 3 Tipps, was sie bis zum Spiel tun können, um die Zeit zu überbrücken. 3 Dinge, die man machen kann, wenn man aus logistischen Gründen einen Tag vor dem Bundesligaspiel gegen Hertha anreist und etwas mehr Zeit in Berlin hat. 3. Boah, kann ich 5 sagen? 5 Dinge, die man machen kann, wenn man aus logistischen Gründen einen Tag vor dem Bundesligaspiel gegen Hertha anreist und etwas mehr Zeit in Berlin hat. Ja, moin, Alter. Ich würde sagen, das Brandenburger Tor ist auf 1. Das Madame Tussaud. Gerade die Aussprache gelernt. Das sollte man
sich mal anschauen. Gendarmarkt finde ich super, Berlin Mitte. Persönlicher Tipp, ich würde ins Grace Abendessen gehen. Das ist mein Lieblingsrestaurant in Berlin. Überragende Küche. Und 5, vielleicht noch ein Berliner Zoo. Ja, und wir wären auch nicht Werder TV Inside, wenn wir nicht für alle, die das Spiel auf der Couch verfolgen, auch einen Tipp hätten, um die Zeit zu überbrücken. Wie wär's denn damit? Wie läuft es denn bei Let's Dance? Spaß, das ist klar, ein bisschen Spaß. Es ist natürlich, dass ein bisschen viel trainiert, das ist pro Tage, kann sein, 9 Stunden. Und das ist, ich habe noch nie mein Leben trainiert, wie genau jetzt bei Let's Dance. Ich habe mit Werder Bremen gespielt, mit Schalke oder mit vielen Profimannschaften. Ich habe trainiert nur pro Tag 4 Stunden maximal. 2 Stunden morgens, 2 Stunden Nachmittag. Und bei Let's Dance ist es total andere extrem. Das ist ein bisschen zu viel. Aber ja, und wenn du musst tanzen, ist immer für Brasilianer oder für Latino, und wenn gute Tanzen, gute Rhythmus, das ist immer Spaß dabei. Ne? Aber wenn du musst, keine Ahnung, Tango oder so, das ist ein bisschen für Latin, für Brasilianer, das nicht so deine Tipp-Tanze. Das vielleicht kann man ein bisschen nicht so Spaß gemacht. Aber bei Merengue oder Salsa. Das ist ein guter, sehr guter Spaß. TV-Tipp, Freitag, 20.15 Uhr, Ailton bei Let's Dance. Ja, und dann schauen wir mal, wie viele Punkte Toni da abstauben kann. Für ihn persönlich hoffe ich ja, dass es nicht nur 3 sind. Apropos Let's Dance, wie ist es eigentlich vom Fußballplatz aufs Tanzparkett? Alle Leute denken, ah, Ailton ist brasilianisch, ist Latino, kann tanzen. Das war's. Nicht alles Brasilianer kann gut tanzen. Ich bin Ex-Fußballer. Du weißt es so. Hier, ich laufe nur nach vorne, ne? Nicht so, wo, ich laufe immer nach vorne. Thomas Schaaf hat gesagt, Spiel nach vorne und hier zu laufen, das ist genauso. Bei Tanzen, das andere Bewegung, das noch da, also es ist nicht einfach, es für einen Ex-Fußballer ist so schwer. Okay, dann wieder zurück zum Fußball. Und wer Samstag in Bremen ist und wer da trotzdem live sehen will, dem empfehle ich ab 14 Uhr auf Platz 11 die Werder U23 gegen den BSV Reden. Ja, und vielleicht schlägt es da wieder so ein wie das letzte Mal. Na, wenn das nicht Lust auf das grün-weiße Wochenende macht, dann weiß ich auch nicht. Ja, und wenn ihr noch mehr Infos wollt, schaut auf den Social-Media-Kanälen von Werder vorbei, werder.de, oder wenn ihr was aufs Ohr braucht, dann empfehle ich euch Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud, da gibt's das Vorspiel. Ja, und jetzt lasst uns alle gemeinsam die Daumen drücken für ein erfolgreiches Werder-Wochenende mit möglichst vielen Punkten, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.